Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zum Einsteiger Guide für Metal-Gitarre. Ich bin Mac Tarun, heute super wichtiges Thema, habe ich schon ein paar von euch gefragt diesbezüglich. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Gitarre in den PC bekommt. Ja, und nicht nur Gitarre nehmen und in den Monitor werfen, sondern halt das Gitarrensignal, ja, digitalisieren. Weil vielleicht hast du keinen Bock auf echte Amps, vielleicht sind sie zu teuer, zu sperrig, zu laut, irgendwas ist. Oder du willst einfach die Möglichkeit noch haben, trotzdem digital irgendwas zu machen. Ist mir auch komplett egal, was die Gründe sind, ich zeige es euch trotzdem, ja. Nicht nur, wie das funktioniert, sondern, also heute gibt es wirklich, ich baller eine Informations-Genki-Dama auf euch. Ja, ihr werdet vollgeballert mit Infos. Ich zeige euch auch, wie ihr danach kostenlos und legal nicht nur geile Gitarrensounds generieren können, sondern auch gleichzeitig schon die Möglichkeit habt, Musik aufzunehmen oder sogar schon zu produzieren. So bin ich zu euch. Aber bevor ihr jetzt vor Freude aus dem Fenster springt, wuhu, ja, stopp, denn um das Gitarrensignal überhaupt in den PC zu bekommen, brauchen wir ein Stück Hardware. Und die Hardware wird so oder so Geld kosten. Ja, da müsst ihr euch im Klaren drüber sein. Es sei denn, jemand schenkt euch so ein Ding, das kann natürlich auch sein, aber da kommt ihr nicht drum herum, ein Stück Hardware irgendwie zu kaufen. Okay? Wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das hinbekommt. Ich möchte euch zwei Wege zeigen, heute nur einen. Die gängigste Möglichkeit, was die meisten machen, ich auch, ja, nämlich den Weg über ein USB-Audio-Interface. Was ist denn das? Das klingt ja super spacig. Ist aber eigentlich im Grunde gar kein Hexenwerk. Ich zeige euch das mal, dazu gehen wir einkaufen. Und zwar gehen wir mal zu Thomann. Ja, ihr könnt da gerne auch woanders gucken. Amazon, eBay, Music Store, Gear for Music. Ja, ist mir egal. Wollte nur darauf hinaus, dass das hier von nichts und niemandem gesponsert ist. Ich kriege nichts. Ja, für die Videos kriege ich wirklich gar nichts. Das Einzige, was ich davon habe, ist eure netten Kommentare und dass ich weiß, ich kann euch irgendwie helfen. Mehr habe ich davon nicht. Ja, wollte ich nur mal kurz sagen. Also egal, wenn wir jetzt bei Thomann sind, wir gehen mal zu Studio und Recording Equipment, dann Audio Interfaces und dann gleich die USB Audio Interfaces. Ja, haben wir sofort gefunden und dort ploppen jetzt die ganzen Kästen auf und dann sucht ihr euch ein schönes aus und dann geht's los. Ja, aber ihr seht ja schon, ja, ist auch ein bisschen Frage des Geldes, aber auch die Frage von, was brauchst du denn? Ja, wenn du jetzt sagst, du willst nur die Gitarre haben, dann brauchst du ja im Endeffekt nur einen Eingang. Ja, aber viele haben jetzt zwei, drei, vier Eingänge. Was ich euch raten kann, weil ich das selber nutze, ist ein Scarlett Focusrite. Ja, ich habe jetzt ein älteres Modell, also eine ältere Generation. Aber vom Ding her sind die eigentlich sehr solide. Auch sehr viele andere, die auch Gitarrenvideos machen zum Beispiel oder auch selber produzieren, nutzen Focusrite, das Scarlett Focusrite, ja. Da hast du wirklich die wichtigsten Sachen. Bei mir sieht es halt ein bisschen anders aus, weil wie gesagt, mein Gerät ist ein bisschen älter. Hier hast du schon diese kombinierten Eingänge. Ja, du hast zwei Eingänge, jeweils entweder XLR oder Klinke. Ja, ich habe jetzt links nur XLR und rechts nur Klinke. Hier kannst du das nutzen, wie du willst, was ich ziemlich cool finde. XLR sind diese dicken dreipoligen Stecker, die du für Mikrofone brauchst zum Beispiel. Ja, das hier hat einen XLR-Eingang. Wie gesagt, musst du halt wissen, was du, wie viel du brauchst und was und so weiter. Dann hast du hier, jetzt fängst du nämlich an mit der Informations-Genki-Dama, die auf euch raufballert hier, ja. Jeweils auch den Gain-Schalter für den Kanal. Ja? Nehmen wir mal an, du hast jetzt hier die Gitarre drin. Das heißt, hier ist der Input-Schalter. Wie viel Lautstärke du da reinballerst von der Gitarre. Ja? Also nicht nur die Gitarre an sich laut machen, sondern hier kannst du auch den Input regeln. Und ihr seht hier Farben. Hier leuchtet es rot und hier leuchtet es grün. Ja? Das ist ein bisschen irreführend, weil die Regler, eigentlich müsste es andersrum sein. Eigentlich müsste das hier rot sein, das grün. Warum? Grünes Licht, besser gesagt, bedeutet, ist okay, der Sound ist gut, die Lautstärke ist gut. Wenn es rot leuchtet, heißt es ist zu laut, es klippt, ja, sagt man auch dazu. Und dann musst du mit dem Input zurückgehen. Das heißt, gebe ich dir mal den Tipp, wenn du die Gitarre reinsteckst und du spielst die an und du siehst, es leuchtet, dann mach mal so doll wie möglich und dann siehst du mal, welche Farbe kommt. Wenn dann Orange kommt, ist noch okay. Aber wenn das da schon rot ist, dann würde ich mal ein bisschen runtergehen, ja? Dass du beim Spielen immer im grünen Bereich bist, das sollte dann so optimal sein, sag ich mal. Wenn es mal beim richtig, richtig fetten Hauen auf Orange geht, ist auch okay, ja? Aber im Normalfall, wenn du normal spielst, sollte es immer im grünen Bereich sein. Auch in dem Musikprogramm.
zum Beispiel, ja. Dazu später vielleicht mehr. Also hier zum Beispiel noch Phantomspeisung, das brauchst du auch nur, wenn du so ein Mikrofon hast, wie ich jetzt. Hier den Output-Regler, dazu auch gleich mehr. Kopfhörerausgang und das Wichtigste ist bestimmt hinten, hier, USB, ja, es muss ja in den PC, via USB, oje, oje. Und ich habe sogar noch USB-B, das hier ist USB-C, Hauptsache PC, ach Gott. So, und hier hast du nochmal für die Boxen Ausgang, ja. Rate ich dir auch, ist mein Tipp, ja, wenn du später in die Musikproduktion möchtest, guck, dass du irgendwann auch Studioboxen dir zulegst. Habe ich auch, ja, ist halt okay. Und ihr seht ja, das ist 129 Euro, Verkaufsrang Nummer 1, ja, nur als Beispiel. Wenn du jetzt aber sagst, ja, das ist mir trotzdem ein bisschen zu teuer, ich krieg nur 50 Cent Taschengeld im Jahr, natürlich kannst du dir auch erstmal ein günstiges, ja, zum Einstieg. Da habe ich auch, mein erstes war hier, M-Audio, das sah aber anders aus. Das haben die das nicht? Das hier, nee. Das sah genauso aus, aber von M-Audio, egal. Bist du auch unter 50 Euro, kannst du dir ein Interface kaufen, ja, was seinen Job macht, hat ja auch keine schlechten Bewertungen, guck mal an, ja. Und da siehst du ja auch hier XLR für Mikrofon, das ist sogar aufgezeichnet. Und hier Gitarre, Klinke und hier hast du auch nochmal Signal, Clip, ja, habe ich ja gerade gesagt, Clip, wenn es rot ist. Das ist für die Phantomspeisung. Und Output, ja. Warum Output? Weil das Ding, bei mir ist es halt so, du schließt das Ding an, der PC erkennt das, sagt, ah ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Und dann wird dieses Interface eigentlich deine Soundkarte. Ja, der komplette Sound des PCs läuft bei mir jetzt übers Interface. Wenn ich da am Output-Regler schraube, dann kommt das aus den Boxen jeweils lauter oder leiser, ja. Deswegen ist es ja auch gar nicht so teuer. Du kriegst dafür eigentlich eine gute Soundkarte, sag ich mal. Außerdem auch nochmal ein Tipp, Musik, Gitarre ist ein wunderschönes Hobby, aber auch ein sehr, sehr teures Hobby. Ja, ihr könnt da unfassbar viel Geld lassen, ja, ihr könnt aber auch geizig sein, aber wundert euch nicht. Wenn ihr jetzt so ein Interface bei AliExpress kauft für 3,50, ja, und nach 2 Minuten Spielen brennt das Ding, dann wundert euch nicht, ja. Ich gebe den Tipp, lieber einmal richtig kaufen, anstatt 5-mal Blödsinn kaufen. Ja, ist nun mal so. Heißt jetzt nicht, dass günstige Sachen schlecht sind, aber teure Sachen sind meistens nicht umsonst so teuer. Ja, da steckt oft auch Qualität hinter. Ich sag's ja nun mal. Ja, das werdet ihr auch bei Gitarren feststellen. Wenn ihr mal so eine 50-Euro-Gitarre irgendwo auch im Internet kauft und dann mal vielleicht eine 700-Euro-Gitarre, dann merkt ihr auch schon, oh okay, gut, ja, das ist ein Qualitätsunterschied. Ja, nur mal ganz kurz gesagt. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, du hast jetzt ein Interface gekauft, schließt es an den PC, PC sagt, alles klar, weiß ich Bescheid, steckt eine Gitarre rein, spielt, seht von der Lampe her, Signal kommt an, aber der PC weiß nicht, wohin damit, ich weiß nicht, wohin mit dem Sound, ja? Wir wollen ja einen Gitarrensound generieren, also einen Amp-Sound generieren, dafür brauchen wir Plugins, ja, so nennt man diese Programme, sage ich mal, diese virtuellen Amps. Und da gibt es halt sehr viele, die Geld kosten. Das geht von, ja, kann ich mir leisten, bis hin zu, oha, ich brauche eine Hypothek. Aber es gibt auch viele kostenlose. Ich möchte euch heute 2 kostenlose Plugins vorstellen, die wirklich sehr, sehr gut sind. Ja. Das Problem ist aber, bei vielen, die Geld kosten, die laufen auch standalone. Ja, die kaufst du, dann lädst du die runter, dann kannst du anklicken, welche Formate du haben willst. Ja, VST ist die File-Name. Ja, VST ist File-Name. Oder aber auch standalone. Das heißt, dann kriegst du ein Icon auf dem Desktop, klickst du Doppelklick drauf und kannst das Ding einfach auf dem Desktop laufen lassen und da dann deine Musik drüber machen. Ich habe jetzt noch kein kostenloses gefunden, welches auch standalone läuft. Ja, die kostenlosen sind immer nur diese VST-Files. Falls du eins kennst, kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es jetzt so aus dem Kopf nicht. Ja, ich habe auch so auf Schnelle keins gefunden. Das heißt, wir wollen ja jetzt kostenlos bleiben. Also wir brauchen eine VST, ja, ein Plugin, was einfach, was im Musikprogramm geladen werden kann. Eigentlich jedes, ja. Aber wie gesagt, wir brauchen ein Musikprogramm erstmal, weil ohne geht ja schlecht. Und jetzt ist es so, dort gibt es halt auch viele, die Geld kosten. Das ist auch so ähnlich wie die Plugins. Ja, da geht auch von, ja, das geht ja noch, bis hin zu, boah, huhu, musste Bank überfallen. Aber es gibt auch kostenlose. Nun ist es leider so, ich kenne mich mit kostenlosen leider gar nicht aus. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt.
und bin auf das hier zum Beispiel gestoßen. Waveform, ja, habe ich mal kurz ausprobiert. Waveform ist komplett kostenlos. Installation dauert ein bisschen, ist ein bisschen kompliziert, finde ich, aber dann funktioniert es auch nachher. Ich habe wirklich keine Erfahrung damit. Falls du Erfahrung schon damit hast, kannst du gerne mal reinschreiben. Aber es sollte, guck mal, der hat ja auch richtig Spaß, ja. Von daher sollte es ja auch funktionieren. Und ist eine komplette DAW, wo du einfach loslegen kannst. Ja, hier steht es auch nochmal hier, VST und VST3. Das sind ja diese File-Namen, diese Endungen der Plugins. Ja, die wir in den Musikprogramm laden. DAW habe ich gerade erwähnt. Hier, DAW ist die Abkürzung. DAW steht für Digital Audio Workstation, also ein Musikprogramm. Ja. Wie gesagt, wenn ihr da auch sagt, nee, ich will umsonst, dann guckt, dass ihr umsonst irgendwas kriegt. Kann jetzt nicht sagen, wie gut das ist oder wie schlecht das ist. Ich möchte euch heute und auch beim nächsten Mal und so weiter, zeige ich euch Reaper. Ja, und Reaper ist so, ich habe irgendwas im Auge. Reaper ist so ein Hybrid, sage ich mal, zwischen kostenlos und kostenpflichtig. Du kannst es umsonst runterladen, du kannst es kostenlos nutzen. Das nervt mich gerade ein bisschen. Aber nach der Testphase, ja, dann ploppt jedes Mal eine Nachricht auf, wenn du es nutzt. Und dann steht da, Reaper ist nicht umsonst. Ja, kauf bitte die Lizenz. Dann kannst du sagen, natürlich, ja, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich bin ein guter Mensch, ich kaufe das, ja. Oder du sagst, nee, ich bin Assi, mir scheißegal, du kannst es theoretisch dann dein Leben lang nutzen, ja. Immer 5 Sekunden warten, Nachricht wegklicken und kannst das volle Programm nutzen. Aber das ist halt so ein bisschen, nicht nur eine moralische Frage, sondern einfach, man macht's ja nicht, ja. Deswegen, ich kenne mich jetzt nur mit Kostenpflichtigen aus und ich muss auch sagen, es lohnt sich, so viel Geld auszugeben, weil du kriegst halt schon geile Sachen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die kostenlosen sind. Ich zeige euch jetzt Reaper, weil ich gesehen habe, dass Waveform zum Beispiel ähnlich aufgebaut ist wie Reaper. Das heißt, das, was ich euch jetzt da zeige, das läuft da ähnlich. Ja, ist jetzt kein großer Unterschied. Wenn ich euch jetzt FL Studio zeigen würde, das wäre jetzt zu verschieden. Okay, also wir gehen jetzt mal einfach mal in Reaper rein. Das sieht nämlich so aus. Ja, das heißt, du hast jetzt das Interface angeschlossen. Signal kommt ins Interface. Der PC sagt auch, ja, ich weiß ja nicht wohin damit. Dann machst du deine DAW auf. Gehst in die Options, gehst in die So, wenn das der Fall ist, dann machst du hier links, bei Reaper ist es so, Rechtsklick, Insert New Track und dann kommt so ein grauer Kasten, ja? Das sind dann deine Kanäle, sag ich mal. Ihr seht ja hier, dass hier schon Input ist. Das hier ist mein Mikrofon. Und das hier ist die Gitarre, ja? Gehen wir mal davon aus, du hast jetzt Rechtsklick, New Track Insert und dann gehst du hier auf den roten Knopf und dann gibst du hier den Input ein, wo deine Gitarre drin ist. Ja, hast du ja vorhin gesehen, 1 und 2, das heißt, wenn du jetzt in 2 gesteckt hast, ist es Input 2, wie bei mir. Und das muss auch in Mono, ja, Gitarren immer in Mono Input. So, das heißt, wenn ich jetzt meine Gitarre nehme und ich spiele sie an, dann sollte das Signal eigentlich schon da sein. Wir schauen einfach mal, ob das auch stimmt. Nicht getuned, aber das Signal ist da. Okay? Super. Das heißt, das Schwierigste haben wir jetzt schon mal geschafft. Ja, wir haben es geschafft, dass das Gitarrensignal, oh, ich reiß gleich mein Auge raus, in den PC ist. Sehr schön. Aber wir wollen ja Metal spielen. Wir wollen ja einen geilen Amp-Sound haben. Wie gesagt, gibt es sehr, sehr viele Plugins. Ich zeige euch heute zwei kostenlose, die wirklich gut sind. Und angefangen mit einem sehr, sehr, sehr guten Tipp. Sehr, sehr gut. Pass auf. stltones.com. Keine Angst, die ganzen Links werde ich noch in die Beschreibung packen. Dort gibt es das Ignite Emissary Bundle. Das ist wichtig, ja, wichtig. Ich zeige euch gleich auch warum. Wenn ihr das runterladet, dann bekommt ihr nicht nur den Emissary 2.0, das ist dieses digitale Top-Teil, auf meine Worte achten, Top-Teil, sondern ihr bekommt auch Nadir, den Input Response Loader. Ich weiß nicht, ob es Nadir ausgesprochen wird oder NetIR, ich sage halt Nadir, wegen Arbit Nadir. Und das ist nämlich super wichtig, das ist fast schon lebenswichtig, ja, wenn du da Musik machen willst. Warum das alles so ist, das zeige ich euch nämlich jetzt, ja. Also, wir gehen jetzt davon aus, wieder zurück, Interface angeschlossen, ihr habt jetzt die DAW, ihr kriegt ein Signal rein.
Das heißt, wir gehen wieder in das Museum. Also ihr ladet das jetzt runter, ja. Dann wird auch gefragt, wo soll das hin? Die VSTs, ja, die Files, wo sollen die hin? Ihr werdet irgendwo einen Ordner euch basteln müssen, keine Ahnung was. Und wenn das denn der Fall ist, dann müsst ihr nochmal im Musikprogramm unter Options gehen, unter klar, say no more. So, wenn das dann soweit ist, dann gehst du wieder auf deinen Gitarrenkanal, gehst du auf FX. Der ist ja schon, ne? Normalerweise ist es leer. Dann gehst du hier auf Add und addest halt deine VSTs, die du reinhaben möchtest. Ja, dann suchst du, dann ploppt eigentlich alles auf, was er gefunden hat. Machst du halt Doppelklick rein und dann hast du es da. So, das heißt, wir haben jetzt endlich den Emissary, wir haben endlich das Top-Teil. Jetzt können wir endlich Rockstar werden. Juhu! Ich aktiviere ihn und gib ihn. Let's go! Okay, gut. Das klingt ziemlich eklig, oder? Das klingt echt zum Kotzen. Kleine Anekdote aus meinem Leben, eine kleine Geschichte. Als ich angefangen habe mit diesen kostenlosen Amps, ja, wo ich das entdeckt habe, wo ich dachte, wow, okay, nie wieder Geld bezahlt, ist ja geil. Und ich habe mir viele solcher kostenlosen Amps runtergeladen und die haben alle scheiße geklungen. Ja, ich dachte, was ist da los? Deswegen sind die umsonst, weil die so kacke klingen? Zum Kotzen. Nee, ich war einfach nur dumm wie Brot. Ja, was habe ich denn eben gesagt? Wir haben das Top-Teil. Habt ihr sicher schon mal gesehen, diese riesen Top-Teile ja auf Konzerten oder vielleicht hast du selber eins, ja? Die heißen Top-Teil, Top-Teil, weil die halt wo drauf stehen. Und wo drauf stehen die? Im Normalfall auf einer Box. Das hier, der Verstärker, ist ja eine Combo, ja? Die Dinger heißen Combo, weil sie kombiniert sind. Verstärker und Lautsprecher. Ja, die Box ist damit bei. Wir haben da jetzt keine Box. Wir haben nur den reinen Amp-Sound. Ist doch klar, dass es scheiße klingt. Meine Güte. Aber ich als junger Bursche, ich war einfach zu blöd. Ja? Ich bin immer noch blöd, aber das weiß ich jetzt. Das heißt, wir brauchen Boxen. Und die gibt uns der Nadir. Der Impulse Response Loader. Ja? IRs. Cabinets, Boxen, alles hier. Und nicht nur das, ich nutze den selber, den Nadir, weil ich den echt gut finde. Du kannst hier, eine Box reicht ja, ihr seht ja auch beim Katana ist ja auch nur eine Box, ein Speaker drin. Ja, also wenn du, also auch digital reicht auch eine Box. Aber hier kannst du aus zwei verschiedenen auch mischen. Ja, du hast hier links und rechts welche und dann kannst du welche aussuchen und kannst sagen, ja, ein bisschen mehr da, ein bisschen mehr da. Oder du sagst, nee, komm, ich will einfach nur hier. Ja, ich nehme einfach nur die linke Seite. Reicht mir vollkommen aus. Und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz den Unterschied zeigen. Der Emissary Sound nochmal, der pure Amp Sound und dann mit Boxen. Okay, also nur der Amp Sound. Und jetzt mal mit Boxen. Und auf einmal haben wir einen vernünftigen Metal-Sound. Was ist denn da los? Ja? Und nicht nur das, meine Freunde. Ihr hört ja, das klingt eigentlich ziemlich geil, oder? Für umsonst ist das, ich meine, ich nutze den Amp nicht, aber dafür, dass er nichts kostet, hast du einfach einen geilen Amp. Und ich habe noch nicht mal was eingestellt. Du kannst hier überall noch was, du kannst hier am Basshahn drehen, du kannst hier machen, was du willst. Ja? Und du hast einen soliden Sound für kein Geld. Also, was ist da los? Ja? Und IRs möchte ich auch nochmal ganz kurz dazu sagen. Die kriegst du auch, es gibt unzählige, ja. Es gibt sehr viele umsonst, die du jetzt hier siehst, links und rechts, die sind schon dabei. Die lädst du mit runter, ja. Hallo. Weil es gibt auch sehr viele, die Geld kosten. Und da kriegst du auch, du kriegst sehr, sehr gute für 5 Euro, habe ich auch schon gekauft. Kriegst aber auch sehr gute für 30 Euro, habe ich auch schon gekauft, ja. Aber nur mal, um zu zeigen, dass jede IR anders klingt. Ja, da kannst du dich dann auch mal austoben und auch Tage, Wochen, Jahre verbringen, um deinen Sound zu finden. Ja, aber ihr seht ja, zack, ja, und schon könnt ihr einfach loslegen und habt eigentlich schon echt einen geilen Gitarrensound. Wahnsinn! So, ich möchte euch aber noch die zweite Möglichkeit vorstellen heute, zum Schluss, ja.
Eine Möglichkeit, die seit letztem Jahr da ist und das Ding ging durch die Decke, ja. Nicht nur, weil es umsonst ist, sondern auch, weil der Gitarrensound unglaublich real ist. Woran liegt das? Weil es echte Amps sind. What? Pass auf. Wir sprechen über den Neural Amp Modeler. Vielleicht schon mal gehört? Geiles Ding. Das hier ist die Startseite. Dann geht ihr hier auf Play. Und da ist er. Ja? So sieht das Ding aus. Nicht sehr spektakulär. Sieht auch nicht nach einem Amp aus. Es ist ja auch kein Amp. Es ist ja ein Amp Modeler. Ja? Wir haben hier zwei verschiedene Bereiche, wo wir jeweils was reinladen können. Hier unten haben wir wieder die IR, ja, dass wir hier eine Box reinladen müssen. Und hier müssen wir ein Model reinladen. Also jetzt nicht Naomi Campbell oder so, sondern ein Amp. Ein Amp-Model. Ja, dazu, wie gesagt, lädst du hier runter und dann gehst du hier wieder auf Home und dann gehst du auf Tone Hunt. Und dort kannst du auch kostenlos irgendwelche Amps runterladen. Echte Amp-Sounds. Ja, hier. Der Marshall, Krankenstein, Dietzel, alles, ja, so gut wie alles. Also es gibt wirklich sau viele verschiedene Amps und dann lädst du meistens auch Bundles runter. Hier hast du auch 6 Models, 3 Models, sowas, ja. Wie das dann in der Praxis aussieht, ich meine jetzt nicht Praxis Dr. Hasenbein, sondern hier, zeige ich euch mal jetzt, Reaper. Das heißt, wir adden den mal. Da ist er. Sieht das so aus. Und dann Model laden. Ja, und ihr seht jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt hier den Ordner mit dem PW5150 und das habe ich dann alles runtergeladen, auf einmal, ein so ein Bundle, ja, weil er dann zeigt, ja okay, du kannst jetzt hier den grünen Kanal mit dem ST9 oder den Overdrive oder so weiter, das sind so vorgefertigte Kanäle, ja, wenn du jetzt sagst, das ist der Clean Kanal oder dann musst du den Kanal laden, das ist ein bisschen das Negative dran, du kannst halt nicht sehr viel verändern. Ich lade jetzt einfach mal den 5150 mit dem TS808. Bumm. Schieb das mal nach oben. Warum ich das mache, sage ich gleich. Ja, ach, der kann auch bleiben. Weil eine IR lade ich jetzt hier nicht rein. Ich habe ja hier die IRs. Ja, also Boxen haben wir. Ich kann den Nadir ausmachen und kann hier auch eine Box reinladen, aber durch den Nadir muss ich da jetzt keine extra noch machen. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz den Vergleich. Wir machen noch einmal den Emissary an und dann zeige ich euch den Sound vom Neural Amp Model. Also jetzt der Emissary, der hier. Und jetzt den Neural Amp Model mit dem PV5150. Geil, oder? Und wie gesagt, es sind jetzt zwei Möglichkeiten, wie ihr kostenlos richtig geile Sounds habt. Und gerade der Neural Amp Modeler, ich war echt sehr baff. Ich nutze den leider selber nicht, ja, weil ich habe schon genug Geld für richtig geile Plugins ausgegeben und es wäre jetzt für mich so ein Rückfall, wenn ich jetzt einen nehmen würde, der nichts kostet. Aber für euch am Anfang ist das super geil. Also ich hätte mir den Arsch weggefreut, hätte ich das damals vor 15 Jahren irgendwie mal schon gehabt. Super gut. Warum ich das jetzt hier hin und her geschoben habe, ist auch, das will ich auch nochmal zum Schluss kurz erläutern. Guck mal, ihr seht hier, ich klippe, ne? Ist eigentlich nicht gut, habe ich vorhin noch gesagt, ist nicht gut. Ist egal. Ich mache jetzt hier kein Qualitätsshit, ich mache jetzt hier nur Shit. Und zwar ist es halt wichtig, nicht nur physisch, wenn ihr an einem richtigen Amp spielt, sondern auch digital. Es ist wichtig, die Reihenfolge vom Gitarrensignal. Ja, was kommt zuerst, was kommt zuletzt? Auch in solchen Programmen ist es halt so. Es geht dann immer von unten nach, von oben nach unten, Entschuldigung, von oben nach unten. Ja, was zuerst kommt, kommt zuerst. Das heißt, es ist ja klar, du gehst zuerst in einen Amp. Ich zeig mal das, weil das ist ja wirklich ein Amp. Ja, erst in den Amp, dann in die Box. Ja, ganz normal. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das sonst klingen wird. Also ganz normal, ja. Erst der Amp, dann die Box. Und jetzt tausche ich es einfach mal. Wir gehen jetzt mal zuerst in die Box und dann in den Amp. Ja, da sind wir gleich wieder bei diesem Scheiß-Sound. Deswegen nicht wundern, falls ihr alles habt und denkt, das klingt aber blöd. Die Reihenfolge ist immer wichtig.
immer. Da werde ich vielleicht nochmal irgendwann oder bestimmt euch nochmal was dazu sagen und auch zeigen, was eine sinnvolle Reihenfolge ist. Ja, wo zum Beispiel das Boost-Pedal hinkommt, wo kommt Reverb hin, solche Sachen, ja, sollte man schon wissen und sich nicht wundern, wenn es halt blöd klingt, ja. Ja, okay, das war's eigentlich, ja, wie gesagt, also Interface, ja, braucht ihr, anderes Stück Hardware zeige ich euch beim nächsten Mal, aber dann Musikprogramm lege ich euch sowieso ans Herz, ja, ist nie verkehrt eins zu haben und vor allem nicht, wenn ihr sowieso irgendwann in die Musikproduktion wollt, eigene Songs komponieren wollt, ist das auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Ich werde euch vielleicht auch nochmal zeigen, wenn es wirklich irgendwann mal darum geht, echt um die Produktion, wie ihr auch kostenlos an geile Drums kommt und so weiter. Ja, kein Problem. Und dann halt die Plugins, ja, wie gesagt, kostenlose Plugins habe ich jetzt zwei Stück gezeigt, die wirklich, wirklich gut sind. Falls ihr mal reinstuppern wollt in Plugins, die Geld kosten, guckt euch gerne mal meine Videoreihe What the Plug an. Die wird noch fortgeführt, keine Angst, sind jetzt glaube ich nur zwei Videos drin, wo ich dann auch Plugins teste. Ich habe auch vor, kostenlose mal zu testen, ja, vielleicht mache ich auch mal den Emissary, vielleicht werde ich den auch mal dran nehmen. Warum eigentlich nicht, jetzt habe ich ihn ja. Ja, und dann seid ihr eigentlich wirklich gut to go, okay? Wenn noch Fragen sind oder ihr wollt noch mehr wissen, vielleicht dies und das, egal. Alles in die Kommentare reinballern und wie gesagt, liken, ja, sehr wichtig. Abonnieren, das macht ihr sehr fleißig, vielen Dank dafür. Schon über 250, krass, vielen, vielen Dank. Beim nächsten Mal, wie gesagt, geht es um die andere Hardware, wie das da so läuft und was ihr da braucht und ja, bin ich gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, haut rein.